Ja, der Monsun beginnt. Der Monsun ist ein Klimaphänomen, das in Indien Jahr für Jahr auftritt. Für manch einen ist es das größte Schauspiel auf Erden. Andere sehen in ihm das Sinnbild des Lebens. Dieser Film erzählt die Reise des Monsuns durch Indien, von den Ufern des Indischen Ozeans bis zu den Ausläufern des Himalayas. Alles nimmt seinen Anfang im Mai, wenn sich die Trockenzeit ihrem Ende nähert. In IMD, dem India Meteorological Department in Pune, wird die Entwicklung des Monsuns Stunde um Stunde verfolgt. In den Lagunen von Kerala ist der Wasserstand gestiegen. Für die Einwohner ist jedoch die kritische Marke noch nicht erreicht. Wie alle Schulkinder in Indien bereitet sich auch Akila wieder auf ihren ersten Schultag vor. In den Ebenen des Bundesstaates Maharashtra bleibt der lebenswichtige Monsunregen schon seit 3 Jahren aus. Tiere und Menschen sind am Ende ihrer Kräfte. Dabei ist der Monsun dieses Jahr besonders stark. In Mumbai wird es kritisch. Die üblichen Maßnahmen werden diesmal vielleicht nicht ausreichen. Die Stadt ist in Alarmbereitschaft. In Kalkutta ist der Monsunregen zwar schon angekommen, hat aber dann wieder aufgehört. Nun warten die Einwohner darauf, dass er wieder einsetzt. Bishnu Shastri ist Buchmacher. Seine Familie kommt aus Rajasthan. Den Einwohnern dieses Bundesstaates wird nachgesagt, sie würden auf alles und jeden wetten. Shastri kommt zwar aus der trockensten Region des Landes, versucht sich aber heute in einer Einschätzung der Regenwahrscheinlichkeit. Was sehen Sie? Ich suche den Himmel nach Zeichen für Regen ab. Aber es gibt keinerlei Anzeichen für Regen. Heute bleibt es trocken. Aber für heute sind Gewitterschauer gemeldet. Nein, niemals. Wer hat jetzt recht? Es ist nur teilweise bedeckt. Da gibt es niemals Regen. Das ist meine Vorhersage. Wie ist die Quote? 4:1. Steigen Sie ruhig ein. 4:1, dass es nicht regnet. Genau. Der Einsatz ist bei 850. Er ist um 500 gestiegen. CBM hat 500 gesetzt. Wer hat 200 gesetzt? 250. Wer hat 100 gesetzt? 750 passt. 100 mehr. Welche Kriterien haben Sie dafür, dass die Wette zu Ende ist? Wenn der Regen kommt und die ersten Tropfen fallen. Wenn es von dem Dach da drüben runterrinnt, ist die Wette beendet. Und jemand hat gewonnen. Einer gewinnt, einer verliert. Heute verlieren Sie. Auf keinen Fall. Ich bin überzeugt. Heute gibt es keinen Regen. Am Nachmittag ist die Quote auf 40:1 gestiegen. Es regnet auf keinen Fall. 40:1? Genau. Wie viel?
Nochmal 100? Na gut, nochmal 100, weil Sie es sind. Ja. Aber erklären Sie mir mal, was hat Gott mit all dem zu tun? Gott ist allmächtig. Für Gott gibt es keine Erklärung. Wir sind Menschen. Wir können nur uns selbst erklären. Meine Erklärung lautet Selbstvertrauen, sonst nichts. Ich lasse meine Entscheidungen von nichts und niemandem beeinflussen. Sie haben viel Selbstvertrauen. Ich bin Herr meiner Entscheidungen. Ich lasse mich nicht vom Weg abbringen. Nie. Ich vertraue auf meine Entscheidungen. Sie sind sehr gut. Ich habe jetzt schon zweimal meinen Einsatz erhöht. Ja, warum nicht? Das wird nichts. Es ist 15 Uhr, die Wette ist beendet und, wie von Shastri prophezeit, hat es nicht geregnet. Keine Regenwolken. Nachdem der Monsun den Süden Indiens erreicht hat, ist er in den Golf von Bengalen gezogen und in Kalkutta angekommen. Doch hat er sich erst einmal auf dem gesamten indischen Subkontinent breit gemacht, regnet es nicht jeden Tag. Der Monsun hat seine Launen. Die Meteorologen sprechen dann von sogenannten Pulsationen. Aktive Phasen mit starken Niederschlägen wechseln sich mit mehr oder weniger langen Pausen ab. Die Niederschläge können eine Woche oder auch bis zu 30 Tagen aussetzen. Diese Schwankungen sind sehr schwer vorherzusagen. Für den wettfreudigen Bishnu wie auch für die Wissenschaftler. Es ist jetzt 2 Monate her, dass der Monsun begonnen hat. Und dieser Landstrich sollte schon längst überschwemmt sein. Der Kasiranga-Nationalpark liegt in der Flussaue des Brahmaputra, dessen Name Sohn des Schöpfergottes Brahma bedeutet. Dieses Jahr allerdings hat sich der Regen in diesem Tal des Bundesstaates Assam rar gemacht. Uttam Saikya ist zuständig für die Fauna und Flora im Kasiranga-Park. Sehnsüchtig wartet er auf den Regen. Das ist der südliche Teil des Kasiranga-Nationalparks. Dort sind Monsunwolken. Die ziehen nach Norden. Und wenn sie den Himalaya erreicht haben, fängt es an zu regnen. Dann wird das Brahmaputra-Tal überschwemmt. Kasiranga gehört wegen seines Artenreichtums zum UNESCO-Weltnaturerbe. Dank des jährlichen Brahmaputra-Hochwassers bleibt die Vielfalt des Graslands erhalten, samt einiger stark bedrohter Tierarten. Fahren wir. Moment. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe große Angst, dass es uns angreift. Wir haben keinen Rammschutz, deshalb müssen wir ganz leise sein und auf keinen Fall irgendwelche metallischen Geräusche machen. Sonst kommt es wieder. Es ist ein ganz argloses Tier. Was denken Sie, wenn Sie all diese Geräusche hier hören? Ich denke daran, dass dieses Nashorn Schutz braucht, denn es ist gefährdet. Darüber denke ich gerade nach, wie diese Nashörner geschützt werden können. Die Schwemme bringt Leben hervor, aber sie birgt auch Gefahren für die Tiere. Weil sie sich vom Fluss in obere Regionen zurückziehen müssen, sind sie nun leichte Beute für Wilderer. In China verkauft sich das Horn eines Nashorns als Aphrodisiakum für über 100.000 Dollar.
Wilderer sind in Kasiranga ein so großes Problem, dass die Wildhüter sie sogar ohne weiteres töten. Vom Nordufer kommen welche. Sie sind bis zu den Zähnen bewaffnet. Sie wurden in der Gegend bereits gesichtet. Wir müssen den Fluss im Auge behalten. Jetzt kann alles Mögliche passieren, besonders während der Überschwemmung. Hallo? Ja, ganz genau. Boudoir hat das Rennen gewonnen. Gestern hatte Shastri beim Pferderennen kein Glück. Heute wird abgerechnet. Ich weiß, Sie haben gewettet und 17.500 gewonnen. Gestern haben Sie 200.000 gesetzt. Nein, nichts ist wichtiger als mein guter Ruf. Im Leben gibt es nichts Wichtigeres als den guten Ruf. Gut, ich bereite einen Umschlag mit 270.000 für Sie vor. Sie können ihn später abholen. Sie wetten auf Regen, dass keiner kommt. 10.000. Die setzen 10.000? Ja, genau. Wenn es nicht regnet, verlieren Sie bei dieser Wette viel Geld. Ja. Schließlich regnet es doch. Glück für Shastri. Endlich regnet es auch in Assam. Der Brahmaputra ist über die Ufer getreten. Doch die Schwemme hält sich in Grenzen. Letztes Jahr lag dieses Dorf komplett unter Wasser. Doch um den Boden rundherum fruchtbar zu machen, reicht sie aus. Utam ist auf der Suche nach Tieren, die sich auf Wanderschaft gemacht haben. Sie sind jetzt am verwundbarsten. Ziehen alle Tiere weiter, wenn der Park überschwemmt ist? Ja, die meisten. Sie suchen Schutz und ziehen zu den Hügeln von Kabi Anglong.
Es gibt nur noch 3000 wilde Panzernashörner in Indien. Die Hälfte davon lebt im Kasiranga-Park. Wenn sie den Park verlassen und sich in die Hügel zurückziehen, werden sie zur Zielscheibe internationaler krimineller Organisationen, die Einheimische für sich arbeiten lassen. Mehr als 300 Wilderer sind derzeit im Umfeld des Kasiranga-Nationalparks aktiv. Mithilfe dieser Fotos aus den Kamerafallen in den Wildkorridoren können wir sie identifizieren. Denn wir wissen, welche Waffen sie haben und welche Kleidung sie tragen. Anhand ihrer Kleidung und ihrer Art zu gehen, können wir bestimmen, von welchem Stamm sie kommen. Auf diesem Foto ist eine Handschelle zu erkennen. Der Wilderer hat es also geschafft, sich aus dem Gewahrsam der Wildhüter zu befreien. Doch die Wilderer sind nicht die einzige Gefahr für die Tiere. Auf ihrem Weg in die Hügel müssen sie eine der meistbefahrenen Straßen Assams überqueren. Utam hat einen Anruf von den Wildhütern bekommen. Ein Nashorn und sein Junges steuern auf die Straße zu. Wohin fahren wir? Zur Bundesstraße. Da wollen ein paar Tiere hinauf zu den Karbi Anglong-Hügeln. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sicher über die Straße kommen, sonst werden sie angefahren und getötet. Kerala hat seit Beginn des Monsuns Rekordniederschläge verzeichnet. In den Lagunen steigt der Wasserpegel unaufhörlich. Die Dämme drohen zu brechen.
Rasch verbreitet sich die Neuigkeit. Der Damm ist gebrochen. Kein einziges Haus ist mehr sicher. Ich schicke meine Frau und meine Kinder zu meiner Schwester. Ich bleibe zu Hause und schaffe unsere Sachen nach oben. Ich habe Angst, dass mein Haus weggespült wird. Nicht nur Akilas Familie ist betroffen. Gestern Abend sind in der Region alle Dämme gebrochen. 30.000 Menschen haben kein Dach mehr über dem Kopf. Diese Bewohner bringen ihre Kinder bei Verwandten unter. Manche werden nie wieder nach Hause zurückkehren. Dharavi in Mumbai, einer der größten Slums der Welt. Mehr als 1 Million Menschen leben hier. Manche wohnen seit mehreren Generationen hier, andere sind gerade erst aus ihrem Dorf angekommen. Wer viel Glück hat, zieht bald weg. Der Wetterdienst hat vor Unwetter in der ganzen Region gewarnt. Die Einwohner sollen ihre Häuser nicht verlassen. Doch heute ist das Fest der Durga, der weiblichen Urgöttin. Alle wollen ihren Schutz erflehen. Ihr werden viele Opfer dargebracht. Ein Mädchen mit angeborenem Klumpfuß wirft sich in den überschwemmten Gassen immer wieder zu Boden. Ein Mann hat ein kopfloses Huhn in der Hand. Verängstigte Ziegen warten darauf, geschlachtet zu werden. Vielleicht gibt es ein tiefgreifendes Band, das die Menschen und das Geschehen eint und eine unsichtbare Ordnung schafft in dieser Welt, die so chaotisch scheint. Yeah.
Der Bundesstaat Meghalaya. In Sanskrit bedeutet sein Name Heimstatt der Wolken. Hier sterben die Wolken. Es heißt, etwas weiter nördlich, im Himalaya, wohnten die Hindu-Götter. Die Berge und das Hochland von Tibet sind eine treibende Kraft des Monsuns. Sie geben Wärmeströme in die Atmosphäre ab, die ihn auslösen und nähren. Während seiner Reise über das warme Wasser des Golfes von Bengalen reichert sich der Monsun mit Wasserdampf an. Anschließend zieht er in das Ganges-Brahmaputra-Delta. Die mit Feuchtigkeit gesättigten Luftmassen stoßen im Norden auf den Himalaya und im Osten auf die Berge von Myanmar. Riesige Wolkenmassen sammeln sich an den Hängen und sorgen für sintflutartige Regenfälle. Der Nordosten Indiens verzeichnet während des Monsuns die größte Niederschlagsmenge. Die Hochebene von Cherrapunji erreicht Rekordwerte, denn hier trifft die Monsunströmung auf die natürliche Barriere des Himalayas. Wenn der Monsun die Seele Indiens ist, dann ist Cherrapunji seine spirituelle Hauptstadt. Jeder indische Schüler weiß, dies ist der regenreichste Ort der Erde, mit durchschnittlich 10 Metern Niederschlag pro Jahr. Seit mehr als 100 Jahren verfertigen die Mitarbeiter des Wetterdienstes einen genauen Bericht über die Witterungsverhältnisse und schicken ihn in dreifacher Ausfertigung an ihre Zentrale. Damit bringen sie einen Hauch von Sinn und Ordnung in ein Phänomen, das eigentlich chaotisch zu sein scheint. Für die britischen Kolonialherren war Cherrapunji einst ein gefürchteter Posten. Der unaufhörliche Regen war schwer zu ertragen, selbst für einen Engländer. Die meisten, die hierher abkommandiert waren, fingen an zu trinken. Oder Schlimmeres. Als die Briten hier waren, ja? Während der Kolonialzeit hieß dieser Ort der Selbstmordposten. Das kann schon sein. Damals war dieser Ort noch viel weiter ab vom Schuss als heute. Der legendäre Regen in Cherrapunji ist ein einzigartiges Schauspiel. Man hat das Gefühl, der Schöpfung beizuwohnen. Geheimnisvoll, bezaubernd.
Die Schöpfermacht scheint gegenüber dem Leben, das sie hervorgebracht hat, gleichgültig zu sein. In Maharashtra hat es noch immer nicht geregnet. Es ist das vierte Dürrejahr in Folge. Die Brunnen sind ausgetrocknet und auch die Hoffnung versiegt so langsam. Manche sehen keinen Ausweg mehr. Er hat einen Hof mit 6 Morgen Land. Dort ist nichts mehr. Keine einzige Pflanze. Weil es keinen Monsun gibt. Einer seiner Kollegen ist fortgegangen. Es gibt keine Arbeit mehr für die Männer. Und es gibt kein Wasser. In einer anderen Gemeinde haben sich Leute das Leben genommen, weil sie ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Die Selbstmorde werden von Tag zu Tag mehr. Und das alles, weil es keinen Regen gibt. Ein letztes Mal kehren wir zurück in die Lagunen von Kerala. Akila und ihre Schwester sind wieder da. Lieber wohnen sie zusammen mit 12 anderen Familien in dem einzigen Haus, das vom Hochwasser verschont worden ist, als in der Stadt. Ihr Vater zeigt uns sein überschwemmtes Haus. Als hätte er das Bedürfnis, sich das Ausmaß des Schadens von uns bestätigen zu lassen. Ich hatte große Angst. Ich wusste nicht, was tun. Mein Mann sagte, wir sollten das Haus verlassen, weil es jeden Augenblick einstürzen könnte. Wir können nirgendwo anders hin. Eigentlich ist es sehr schön, hier zu wohnen.
Nur in dieser Jahreszeit ist es schwer. Es ist eine Gegend für ganz normale Leute. Ich mag nicht mehr hier wohnen. Ich habe zu viel Angst. Ich will woanders hinziehen, ein eigenes Haus bauen und dort mit meinen Eltern wohnen. Das klingt gut. Danke. Der Monsun kommt jedes Jahr nach Indien. Wie ein Gott alter Zeiten, der Chaos und Leben bringt. Bald wird der Wasserstand sinken. Der Reis wird wachsen. Die Dorfbewohner werden ihre Häuser wieder aufbauen und Vorbereitungen für das nächste Jahr treffen. Diese totale Stille überall. Sie hat etwas Beschauliches. Das ist mehr als die normale Ruhe, das Fehlen von Geräuschen. Nein, es steckt eine heitere Ruhe in dieser Szenerie. Sie entführte uns aus dieser Welt irgendwo anders hin. Jede Wolke hat einen besonderen Grauton. Da sind schwarze Wolken und weiße. Und da sind Wolken, die unterschiedlich dick sind. Wolken, die uns Angst machen, aber keinen Regen bringen. Wolken, die freundlich wirken, aber viel Regen bringen. Ich liebe diese Momente. Sie sind kostbar.